Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber 2, hier bei Heisenberg zockt. Ja, sorry noch für gestern, das war ein bisschen ein Gezuckel und Geruckel. Oh, der Fliegstrain. Tut mir leid, ja, das ist halt das Problem, wenn man wochenlang mit dem gleichen Aufnahmeprogramm aufnimmt und von einem auf den anderen Tag stimmen da die Einstellungen irgendwie nicht mehr wegen einem Update und dann zuckelt's und ich habe das natürlich nicht gesehen, wie auch, weil ich gucke mir das Video, wie soll ich sagen, dass ich aufgenommen habe, nicht nochmal an. Ich schneide das nur, da sehe ich das Gezuckel nicht, weil es keine bewegten Bilder sind. Ja, auf alle Fälle, sorry dafür, das sollte jetzt aber vorbei sein. Ich mache das jetzt wieder anders, so wie ich es mal früher gemacht habe. Ist jetzt aber auch egal, weil jetzt zuckelt es nicht mehr, man sieht. So, ich hoffe mal, ich kontrolliere es nachher nochmal. Gut, wir machen eine neue Strecke. Und zwar von hier in unser neues Städtchen hier hinten. Nach Böhmenkirch. Das werden wir heute in Angriff nehmen. Was ich jetzt aber noch ganz schnell machen möchte, bevor ich es nämlich wieder vergesse. Wir haben doch noch Hotels und jetzt haben wir gesagt, das hier ist Palma. Also, wir haben da sogar die Kathedrale. Hotels hat man glaube ich hier. Jawohl, Hotel. Wir schauen mal. Ein, zwei Baustellen. Ja, gerne. Irgendwie, Moment, ja, das ist mir schon zu rausgebaut. Ich hätte hier gerne eine Baustelle etc. Und dann hätte ich ganz gerne tatsächlich die restlichen Hotels auch noch. Dafür würde ich aber vorschlagen, lasst uns mal kurz eine Straße bauen. Irgendwie was Breiteres. Irgendwie sowas. Oder was Dünneres? Ja, wir machen was Dünneres. Sagen wir mal plus minus so. So ein bisschen halt dem Strand entlang. Moment, jetzt muss ich gucken. Ich hätte gerne die Kurve. Einmal da rein. Nein, so sieht das nicht gut aus. Das machen wir so. Dann geht das von hier nach da. Und hier geht es irgendwie wieder rauf. Oder noch ein bisschen Richtung Strand. Genau, nämlich so. Dann einmal eine Kurve. Und wir werden dann relativ schnell natürlich auch tatsächlich dazu übergehen, den Zug hier noch weiter zu schicken, sobald wir die Strecke haben. So, einmal eine Kurve hier rein. Und vielleicht noch irgendwie so eine Querstraße. Und dann haben wir das schon. Dann können wir zu den Hotels zurück. So, wo wird gebaut? Ich würde sagen, überall ein bisschen. Ein Teil steht aber natürlich auch schon. So, wenn wir schon Malle machen, machen wir Malle richtig. So, gut, das hätten wir. Dann haben wir hier, machen wir da mal das Ganze so. Ja, vielleicht sogar ein bisschen weiter nach hier vorne. Hier an den Strand ran, das ist auch schön. Da können wir noch ein paar Gehwege machen. Einmal so, einmal so. Die Hotels, die gehören halt alle dem gleichen Mensch. Wenn ich hier Zufuhr ausmache, automatisches Upgrade auch aus. Dann wird es, glaube ich, besser. Dann haben wir das hier nicht so. Ja, ja, Moment. Ich kapp das nochmal schnell. Weil sonst belastet das je nachdem wieder die Performance, wenn die hier Materialien brauchen. Und das wollen wir ja eigentlich nicht. Und vor allem wollen wir auch nicht, dass sich die upgraden. Aus, aus, aus. Hier nochmal kurz zu dem zurück. Zack. So, jetzt haben wir es. Jetzt benötigen die keine Waren. Beziehungsweise Ausbau. Da halt, haben wir hier nochmal so ein Teil. Echt jetzt? Nochmal Backer. Zack. Nochmal schnappen. So, hier haben wir gesagt. Jetzt gehen wir noch zu 2 über und stellen hier die Häuschen wieder hin. Ja, gefällt mir wesentlich besser so. So wird das die Performance nicht belasten. Und es sieht auch meiner Meinung nach gut aus oder besser aus, wenn hier eben tatsächlich nicht überall, zack, noch diese Symbole sind. Hier hätte ich auch gerne etwas. Das drehen wir mal nochmal ein bisschen. Boah, das ist doch relativ nett hier. Mit direktem Meereszugang. Keine Angst, wir werden jetzt hier nicht 10.000 Hotels hinstellen, sondern aber mal ein paar. Damit wir hier ein bisschen was haben und es wirklich halt auch ein bisschen nach Mallorca aussieht. Die Insel besteht ja zumindest in gewissen Teilen tatsächlich nur aus Hotels. Dass dort jemand sonst wohnt, das ist ein Gerücht. Nein, natürlich nicht. So. Kann ich dich noch? Ich kann dich noch. Sehr gut, das hätten wir. Dann würde ich jetzt kurz zu den Wegen übergehen. Das würde heißen Maltools. Ja, Kies ist gar nicht schlecht. Gerne so und dann irgendwie etwa so. Ja, das ist fast zu groß. Darf noch ein bisschen kleiner sein. Wir drehen das nochmal ein bisschen. Achso, das geht ja nicht mit drehen. Wie drehe ich das denn? Steigung invertieren. Nö, nö, ich möchte, dass das nicht ganz so krumm ist. Wobei, ist ja egal. Das wird ja nicht krumm. Man sieht, das wird genauso, wie ich das möchte. Wenn ich hier Steuerung halte, müsste das hier genau auch übermalen werden. Oder übermalt werden.
Das darf ruhig ein bisschen holperig sein. Also sprich eben nicht allzu gerade. So, hier noch ein paar Palmen hin. Dann braucht man hier noch einen Zugang. Das sind einfach Trampelpfade. Das sieht man ja. Das sind nicht richtige Straßen, sondern hier wird halt getrampelt. Getrampelpfadet. So, von hier noch. Nach hier. Und ich denke, auch wenn das jetzt natürlich keine große Übung ist, aber das müsste relativ viel ausmachen, was die Optik angeht. Vielleicht hier noch eine Verbindung. Ja, und hier hinten. Da kommen wir nicht hin. Da müssen wir gucken, dass wir hier noch ein bisschen runtergehen. Jawohl. Und hier oben. Da sind wir direkt an der Straße. Da können wir das eigentlich lassen. Vielleicht hier noch einen raufziehen. So, sauber. Gut, passt. Nicht zu gucken. Da fehlen noch ein paar Palmen, aber ansonsten ist das doch schon relativ malorkin. Kann man das so sagen? Malorkin? Ich hoffe mal ja. Oh, da hätten wir noch. Ja, jetzt nicht wieder von einem ins andere kommen, Herr Eisenberg. Aber ja, wenn wir doch halt schon gerade einen Bagger haben, beziehungsweise das ist kein Bagger. Das ist ein Kran. So, hier hinten auch noch einmal Kran. Das ist natürlich genau der Albtraum von jedem, der Urlaub macht, dass man irgendwie eine Baustelle neben sich hat. Das ist definitiv nicht schön. Aber jetzt ist es hier halt so, hier wird halt noch gebaut. Gut, ich bräuchte meine Bäumchen. Genau, und da ein, zwei schöne Palmen. Irgendwie sowas in der Richtung. Bisschen drehen noch. Du müsstest, genau, wenn, dann in die Richtung gucken. Die sind ja interessanterweise, so diese gebogenen Palmen, die gucken schon eher Richtung Wasser. Das sehe ich soweit schon richtig. Und hier bräuchte man dann noch ein bisschen Strand. Und weniger Wiese. Hier haben wir ein bisschen Strand, ich möchte den Strand aber größer haben. Wisst ihr was, hier machen wir Strand, hier machen wir keine Bäumchen hin. Maltool, da haben wir Sand. So, gucken wir mal, ein bisschen größer machen den ganzen Spaß. Jawohl, schon haben wir hier Sandstrand. Der wunderbarsten Qualität. Hier können wir überall baden gehen, Leute. Sehr schön, hier auch. Und hier hinten auch noch ein bisschen. Das Ganze ein bisschen ausbauen. So, ich denke, das ist doch relativ cool. Da hinten wird es dann wieder ein bisschen wilder. Hier ist das Ganze tatsächlich für die Hotels etc. gemacht worden. Passt, soll ich jetzt doch noch ein paar Palmen? Ich würde sagen, ja, wir brauchen dringend noch ein paar Palmen. Nein. Esset, La Baum. Da haben wir eine Palme. Davon viele. Und dann schauen wir mal. Hier hätten wir gerne Palmen. Hier hätten wir gerne Palmen. Wenn das ein bisschen auf dem Gehweg drauf steht, ist das nicht schlimm, denke ich. Hier hinten lassen wir es, weil das ist der Strand. Aber hier hätten wir gerne auch noch ein paar. So, hier rauf. So, der Eisenbahnlinie entlang. Und dann jetzt mal gucken. Ja, das hat doch was Urlaubsmäßiges. Sehr nett. Da hinten wieder die Kathedrale. Und hier tatsächlich die ganzen Hotels. Läuft das Spiel? Jawohl. Mit Heizung, man weiß ja nie. Wenn man mal einen schlechten Sommer hat, dann ist das gar nicht schlecht, wenn man hier auch eine Heizung hat. Gut, jetzt aber zurück zum eigentlichen Thema. Wir wollen hier wieder raus. Wir wollen nach Böhmen-Kioch. Den Bahnhof haben wir schon gesetzt hier. Der gefällt mir immer noch relativ gut. Und jetzt, das gibt keine lange Übung. Das Problem ist eher, ich sehe gerade, komme ich hier überhaupt über dieses Straßengebilde raus, hier mit den Gleisen. Und ob. Ei, das ist ja cool. Okay, es sieht ein bisschen ganz krass aus, aber es sieht halt tatsächlich aus wie eine ultramoderne Stadt. Wenn ich jetzt hier diese Brücke ziehe, vielleicht ein bisschen mit einer Kurve. Ja, da rein. Okay, das wäre plus minus so. Wir müssen dann, wenn es irgendwie geht, in die Gleise reinkommen. Das kann man schon machen. Das sieht halt tatsächlich aus, als würde man hier nach Metropolis reinkommen. Die Alternative wäre, dass wir das Gleis dort vergessen, beziehungsweise den Bahnsteig und das Ganze hier hinten machen und das dann eben entsprechend mit einer Kurve und hier außen rum gehen. Dass das hier ein bisschen tabu ist, dass man doch gar nicht reinfährt. Jetzt ist die Frage, was sieht besser aus? Mir gefällt so eigentlich fast besser, muss ich gestehen. Das ist nicht so eine Mammutbrücke. Und es sieht eigentlich relativ nett aus, weil es gerade ist. Ja, machen wir das so. Wir düsen hier außen rum. Bau das mal. So, hier kommen wir eh schon wieder auf eine Brücke. Hätte mich gewundert, wenn nicht. Ziehen wir mal so rüber. Ja, gerne was Moderneres einmal mehr. Sowas in der Richtung. Dann hier wieder. Ich mache das gleich noch zweigleisig. Dann hier wieder zurück. Und dann kommen wir hier oben dann tatsächlich ins Gleis rein. Und da würde ich sagen, das machen wir auch gleich mal. Das wäre dann so. So, wegen den Signalen gucken wir dann natürlich entsprechend noch.
sei hier das zweite. Ich habe das jetzt ganz bewusst nicht mit dem Doppelgleis gemacht, mit dem automatischen. Ja, passt. Wunderbärchen. Auch so ein Wort, Wunderbärchen, wird das bloß erfunden und ich nutze es dann auch noch. So, hier rein. Sehr gut. Ja, dann haben wir das Ganze schon, was wir jetzt noch nicht haben. Wir brauchen hier noch den Zugang zu unserem anderen Gleis. Und das machen wir folgendermaßen. Wir düsen hier einfach raus. Ebenfalls wieder mit einer Kurve. Zack, da kommt der Zug eh. Dieser blaue Pendlerzug, das ist genau der Zug, den wir dann nehmen wollen. Tja, irgendwie so, damit wir hier vielleicht dann doch noch das eine oder andere Gleis zusätzlich hinkriegen. Und hier wird es dann da reingehen. Oh, mit einem Tunnel? Das ist eigentlich noch cool. Gerne ein Tunnel, warum auch nicht? Zack. Wieder das zweite Gleis mitnehmen. Das möchte so nicht funktionieren. Das müssen wir so hinkriegen. Jawohl. Zack. Das hier mitnehmen. Nach hier vorne. Und irgendwo hier wird es dann da eingleisig. Ich würde mal sagen, irgendwo in dem Bereich hier. Jawohl. Einmal eine Kurve nach da rein. Sauber, dann bauen wir hier keine Weiche. Dann geht das sehr lang. Und hier vorne rein. Wie gesagt, die Signale setzen wir gleich. Hier geht es wieder raus. Und hier unten rein. Und ich finde das nicht falsch, wenn wir das hier lassen. Weil, klar, man könnte das jetzt meinetwegen machen, dass man hier noch rausgeht. Aber sagt selbst, das sieht mir zu heftig aus. Ich weiß auch nicht. Mir gefällt das tatsächlich mit den Brücken hier ja, zum Bahnhof hin. Aber ich finde es ein Wahnsinn, wenn dort noch so eine Riesenbrücke steht. Da sieht das hier doch wesentlich besser aus. Gut, wir brauchen hier eine Weiche. Die machen wir mal irgendwie hier hin. Ja. Ja, doch nicht. Möchtet ihr eine Oldschool-Weiche? Dann sagt. Nee, geht. Bestens. Signale. Soll ich die manuell setzen? Weil das sind nur ganz kurze Abschnitte. Wir gehen dort ja in ein fremdes Gleis rein. Ich würde sagen, das wäre, glaube ich, cleverer, wenn ich das nochmal sozusagen von Hand mache. Würde heißen, zack, einmal hier eins. Dann haben wir einen, ja doch einen relativ langen Abschnitt. Da können wir weitere Signale setzen. Einmal hier mal eins. Mal hier eins. Und dann hätte ich aber hier oben auch noch gerne eins. Dann kommen wir hier rein. Das heißt, einmal Signal hier. Einmal Signal hier. Einmal hier. Das andere ist dann da vorne. Und hier machen wir, zack, hier noch eins hin. Ja, jetzt haben wir dort das andere. Dann würde ich hier aber tatsächlich nochmal einen Block draus machen. Und hier auch nochmal einen Block. So, nochmal dort einen Block. Das ist sozusagen das Gegensignal, wie ich früher immer gesagt habe. Und das ist dieses. Und in die Richtung haben wir hier eins. Das ist dann vielleicht fast ein bisschen zu nah. Da hätte ich gerne das Ganze eher hier. Und sonst passt das. Gut. Und dort kommend ist hier das Signal. Das passt soweit auch. Dann geht das hier rein. Gut, jetzt müssen wir noch schnell gucken. Hier hinten, wo wir wieder rauskommen aus der ganzen Geschichte. Das wäre einmal hier, einmal hier, einmal hier. Dann haben wir dort das andere. Dann machen wir hier aber nochmal einen Block. Da sind wir fast zu wenig Blöcke. Jetzt ist okay. Gut, passt. Dann einmal hier ein Signal. Ja, da kann man hier tatsächlich nochmal kurz einen Block setzen. Und hier vorne ist Feierabend. Da geht es dann in den Bahnhof rein. So, also funktioniert das soweit? Müsste. Im Groben müsste ungefähr passen. Block, Block. Hier vorne das Teil, da geht es da rein. Hier nochmal die Kontrolle. Ja, da warten wir natürlich ein bisschen auf den Bahnhof, wenn hier das Signal ist. Das könnte man auch kappen. Dann haben einfach die Züge hier immer Vorfahrt. Ich lasse es mal. Für den Moment. Ich möchte hier eigentlich niemandem speziell die Vorfahrt geben. Die sollen selber gucken, wie was wo. Wir brauchen eine neue Linie von... wo ist mein Personenbahnhof? Gut versteckt. Bin ich hier in der richtigen Stadt? Ich sehe es mal wieder nicht. Nein, das ist ganz falsch. Hier unten ist der Bahnhof. Jetzt sehe ich ihn. Okay, Linie. Zack, von hier. Ist das richtig? Das ist doch auch nicht richtig. Moment, ich gehe nochmal raus. Nee, das stimmt doch auch nicht. Wo ist jetzt mein anderer Bahnhof hingekommen? Hier hinten in Böhmkir. Falsche Stadt. Ich bin nach wie vor kein großer Freund, muss ich sagen, von dieser Farbe hier, von diesem Reiter. Weil man tatsächlich komplett die Orientierung verliert. Zumindest wenn man so Pfadfindergene hat wie ich. So, hier rein. Jetzt mal gucken. Das wird nicht genutzt, das müssen wir anders machen. Wie macht er das denn? Er düst halt hier in dieses Gleis rein. Das soll er nicht. Er soll eigentlich hier lang.
Okay. Wir können ja mal etwas machen, was ich sonst normalerweise nicht mache, nämlich dass wir Signale als Wegpunkte nehmen. Das habe ich mal erklärt, das mache ich nicht gerne, weil wenn man die Strecke umbaut und jetzt diese Signale abreißt, weil man die hier nicht mehr braucht, dann hat man automatisch natürlich auch einen Wegpunkt entfernt, ohne dass man das merkt. Deswegen habe ich eigentlich lieber separate Wegpunkte und lasse die Signale Signale sein. Und wisst ihr was? Jetzt habe ich das gerade so erklärt. Ich würde vorschlagen, dann machen wir das auch so, dass ich einen Wegpunkt nehme. Und zwar dich hier. Machen wir gleich mal zwei. Dann brauchen wir die Linie wieder. Das wäre diese Linie 1. Jetzt muss ich schnell gucken. Von Löllbach Nebengleis wollen wir hier lang. Zack. Okay, dann wird beides sogar schon übernommen. Da brauchen wir den anderen Wegpunkt gar nicht. Das ist ja auch schön. Gut. Hier rein. Und hier vorne würden wir wieder raus. Ja, passt auch. Gut. Das ist dann... Jetzt stelle ich gerade fest, das ist natürlich eigentlich falsch. Wisst ihr was? Diese Linie, die löschen wir wieder. Weil wir wollen ja die bestehende Linie hier vorne eigentlich eben entsprechend ausbauen. Nämlich die hier. So, zum Glück habe ich es noch gemerkt. Wäre jetzt auch kein Drama gewesen. Dann hätten wir halt ganz einfach hier nochmal einen zusätzlichen Zug installiert. Aber wenn wir den jetzt schon haben. Linie verwalten. Wir wollen von Löllbach Nebengleis nach dort. Und dann wollen wir wieder nach Löllbach Nebengleis. Zack. Haben wir eine Fehlermeldung, müsste aber funktionieren. Die nutzen das schon. Ja, wahrscheinlich haben jetzt die Züge wieder eine Krise, weil wir ihnen ein neues Ziel vorgegeben haben. Aber hier, das funktioniert tatsächlich, weil sie aus dem Gleis kommen. Da müssen wir die Wegpunkte nicht mehr in den Fahrplan reinnehmen. Okay, ich gucke mal, ich muss wahrscheinlich den ein oder anderen Zug hier drehen. Jawohl, und dann ist die Fehlermeldung wieder weg. Jetzt müsste der eigentlich auch schon den neuen Fahrplan inne haben. Und das hat er auch. Guck mal. Ich würde sagen, wir steigen gleich mal ein. Die andere Strecke kennen wir. Aber hier sind wir noch nicht lang gefahren. Und jetzt ist halt wieder die Frage, Regio Palma. Wie fahren wir mit? Lasst uns doch nochmal hier das Dach versuchen. Mir gefällt das halt einfach wirklich am besten. Man hat am meisten Überblick. Man sieht die Strecke. Man kann sie ein bisschen drehen. Und wenn man sie nochmal ein bisschen dreht, dann sieht man auch den Zug. Zum Beispiel so. Ja, wir fahren jetzt mal das kleine Stückchen hier so. Haben wir da vorne eigentlich die Busse schon gemacht? Ich weiß es gar nicht. Ansonsten, was ich dann demnächst relativ schnell mal noch angehen möchte, ist tatsächlich, dass wir für Hamburg den Kollegen Metronom mal noch auf die Gleise bringen. Das fehlt noch. Aber schön, wie wir hier freie Fahrt haben. Ja, cool. Dann kommen wir jetzt von Palma doch bis nach hier hinten. Und hier hinten müssen wir halt gucken, dass wir das dann auch noch ein bisschen mit dem Rest der Welt hier verknüpfen können. Aber deswegen bauen wir ja auch diese neuen Städte. So haben wir A, mal den Platz, ja, im Prinzip endlich genutzt, der hier noch zur Verfügung steht. Und B, wir können eben tatsächlich auch noch weitere Zuglinien machen. So, jetzt müssten wir rechts. Ja, hier ist nicht so viel Verkehr. Das heißt, das können wir tatsächlich problemlos nutzen. Mache ich es mal nochmal so, dass wir den Zug ein bisschen sehen. Und da geht es rein. In den Hochbahnhof. Natürlich haben wir hier freie Fahrt. Wir sind ja der erste Zug, der hier sozusagen teilnimmt an diesem neuen Streckenprogramm. Da sehen wir das Städtchen. Ein cooles neues Städtchen, weil es halt tatsächlich irgendwie ja, in den Berg reingehackt wurde. Und Wald haben sie auch. Das ist also eh... Eigentlich schon fast fertig, das Städtchen. Wir können auch noch gucken, was die an Waren brauchen. Bauen die nicht genau das gleiche? Das habe ich, glaube ich, noch gesagt. Wie Entenhausen. Wir gucken gleich. Wow, das ist natürlich schon eine Strecke hier. Guck mal. Eieiei, mit der Aussicht. Wow. Das ist mal ein Bahnhof. Hier mit dieser Aussicht. Ja, das ist ein unvergessliches Bahnerlebnis. Sehr schön. Dort hinten das Städtchen. Jetzt muss ich tatsächlich nochmal schnell gucken. Oh, schon wieder ein Zug, den ich drehen muss wahrscheinlich. Jawohl, einmal drehen. Die sind schon nicht zu lang. Oh, ich muss hier dann den Fahrzeugersatz noch machen. Jetzt hier alle möglichen haben ein Problem. Drehen. Das ist ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, dem geschuldet. Wenn man halt eine Strecke, die bereits existiert, nochmal modifiziert mit weiteren Haltestellen, dann kann es schon vorkommen, dass man Probleme hat. Aber hier vorne, mir geht es jetzt gerade darum... Wie weit fahren die Züge rein? Jetzt der ist schon wieder falsch. Du musst doch eigentlich hier hin. Was macht denn der hier? Da geht doch die Linie rein. Sag mal, Kollege.
Sonst kommst du doch gar nicht rüber. Interessant, dass wir jetzt keine Fehlermeldung mehr haben. Wir drehen die mal nochmal zusammen, die Fehlermeldung. Okay, müssen wir anders machen. Da kommt der, der richtig fährt. Fahrzeug verwalten. Wir machen das Ganze einfach. Der Kollege wird einfach wieder verkauft und dann hat das wieder seine Richtigkeit. Und jetzt bleiben wir mal bei der Anzahl Züge, weil vielleicht sind es einfach auch ein bisschen zu viele Züge. Wobei, wenn es sich hier verteilt, sollten es eigentlich nicht so viele Züge sein. Jetzt sehe ich hier, doch, das passt. Ich hatte ein bisschen Angst, dass der zu weit vorne anhält und dann nicht in das Gleis reinkommt. Dem ist aber nicht so. Ja, genau in die richtige Richtung. Perfekt. Gut, nochmal zurück. Wir haben hier tatsächlich noch kein Bussystem. Ja, dann würde ich sagen, da müssen wir das aber relativ schnell machen. Ja, und die brauchen eben Nahrung und Baumaterial. Das ist das, was ich meinte. Das hatten wir, glaube ich, in Entenhausen tatsächlich schon. Eine Bushaltestelle. Irgendwie was Kleineres, Kuscheliges. So, in der Richtung. Kann ich das hier oben hin machen? Das geht sogar hier auf der Brücke. Das würde ich tatsächlich machen. Hier vorne ist eigentlich auch noch ein Zugang, aber dann ist das hier sozusagen der Hauptzugang. Einmal hier, dann geht das hier rauf. Der Bausand ist immer noch weg, wie er hört, beziehungsweise eben nicht hört. Jetzt ist er aber wieder da. Es ist halt schon merkwürdig. Also eben, ich sage gerne nochmal. Entweder ist doch etwas weg und funktioniert nicht mehr. Und dann ist es aber weg und nicht einfach plötzlich teilweise wieder da. Ich verstehe es nicht. Okay, ist aber halt wie es ist. Wir düsen hier lang. Na, dann fahren wir hier runter und dann müssten wir doch irgendwie hier wieder... Ja, zurückkommen. Gut, neue Linie. Start hier. Zack, zack, zack. Hier runter, hier hin, hier hin, hier hin. Und den ganzen Spaß wieder zurück. Und dann haben wir hier den Bus. Wie hieß das gleich nochmal? Steht hier leider nicht mehr drin. Müssen wir das abwählen. Böhmenkirch. Okay. Bus. Böhmenkirch. Ach, ich und mein Caps Lock. Kollege Essig hier. Bus. Wie heißt's? Böhmen. Kirch. Jetzt. Okay. Ein Depot haben wir hier natürlich auch nicht. Was passt denn hier hin? Ich denke, eine Tankstelle wäre hier nicht schlecht. Damit die eben tatsächlich auch mal noch irgendwie hier zu Benzin kommen. Die Tanke war das. Hier. Garage. Was ist das hier noch anderes? Das ist die andere Garage. Genau. Das ist im Prinzip ein Verkaufsshop. Ich möchte aber tatsächlich die klassische Tankstelle wieder mal haben. Die haben wir nicht so massiv oft. Wir hatten die zu Beginn oft, dann haben wir andere Mods gekriegt. Und seitdem benutzen wir die nicht mehr allzu oft. Die Frage ist halt, wohin mit der Tanke? Vielleicht hier unten? Ein bisschen ans Wasser? Und dann mit der Straße rüber. Dann sieht man hier nämlich tatsächlich von der Eisenbahn aus das Ganze noch. Ja, ich mache das mal. Eine Straße dazu, eine städtische. Mal gucken, ob es geht. Jawohl, sehr schön. Und von hier irgendwie sanft geschwungen. Hier rein. Wieder mit einer Brücke. Natürlich. Nein. Machen wir wieder eine ähnliche. Ja, die hier. Wo wir doch schon bei Brücken sind in der Stadt. Jetzt hat man sogar noch eine Brücke, die zur Tanke führt. Sehr nett. Gut, liebe Freunde, dann machen wir hier einen Break. Die Strecke haben wir gemacht. Ne, Blödsinn, wir machen noch keinen Break. Wir brauchen doch noch Busse. Das hatte ich doch schon mal. Dass ich die ganze Strecke mache etc. und nachher die Busse vergesse. Ich möchte irgendwas, was nicht tanzt. Haben wir Busse, die nicht tanzen? Vielleicht mal wieder irgendwie von hier oben irgendwas. Was Älteres. Sowas. Cetra 14 oder S14. 8 Stück. Kaufen. Busböhm Kirch. Und dann gucken wir mal, wer hier rauskommt. Ja, schön. Weil das Städtchen ist schon irgendwie was Besonderes. Also so mit diesen vielen Brücken etc. von der Optik her, würde ich sagen, haben die sich auch ein bisschen so eine Art Sightseeing-Busse verdient. Aha, sehe ich dann Scheibenwischer? Jawohl. Ist wohl auch von Saemon die Mod. Krass. Einfach was die hier an Brücken haben und der Bahnhof. Also es sieht ein bisschen so aus wie das Vorzeigemodell einer modernen Stadt, finde ich. Und die ist gerade mal irgendwie 2 Folgen alt, die Stadt. Aber halt auch schön, weil sie hier natürlich tatsächlich am See liegt. Das ist wahrscheinlich sogar ein Meereszugang im Prinzip, ein Teil vom Meer. Also Salzwasser. Ist aber egal, hat trotzdem irgendwie, weiß auch nicht, den Flair eines Sees. Sogar ein bisschen von dem Bergsee, finde ich. Naja gut, das haben wir. Liebe Freunde, ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch gefallen.
Und dann würde ich sagen, ja, morgen kommen wir zum Thema Metronom in Hamburg. Das müsste eigentlich dann mal wirklich, noch gemacht werden. Der fehlt dort. Gut, danke fürs Zusehen. Ach, jetzt kommt noch ein Autosave. Was hätte ich bestellt? Na, lieber Bus, beweg dich vorwärts. Ich möchte gerne Tschüss sagen mit einem fahrenden Bus. Da übt es immer noch. Jetzt fährt er wieder. Sehr schön. Also, liebe Freunde, danke fürs Zusehen. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder. Bis dann. Tschüss.